Einen wunderschönen guten Mittag. Ich glaube es gerade selber gar nicht, aber ich drehe ein Video seit ganz langer, langer Zeit. Ich dachte, ich drehe mal einen Vlog. Heute ist Sonntag, heute ist so ein richtig entspannter Tag. Also, wir haben echt übelst lange rumgegammelt, haben jetzt gerade irgendwie so gefrühstückt. Es ist aber schon 11:30 und ich muss jetzt hier ein bisschen mal sauber machen. Wir haben den Tisch umgestellt, das kann ich euch gleich mal zeigen. Also wir haben den Esstisch, der stand ja immer so hier und den haben wir jetzt mal so hingestellt. Ich versuche das mal von hier noch ein bisschen besser zu zeigen. Also es ist ja hier auch nicht eng oder sowas. Und wenn der Stuhl von Karl hier vorne dran steht, ist hier trotzdem noch genug Platz. Und wir wollten so oder so mal noch einen vierten Stuhl kaufen, weil 3 Stühle ist irgendwie eine komische Zahl. Mal gucken, ob mir das so gefällt mit dem Tisch hier. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Nein, das sind 4 Stühle. Ja. Naja, und seit gestern haben wir hier so einen abgespaceden Schreibtischstuhl. Hä? Okay. Also, ich weiß nicht so ganz, ob ich den schön finden soll. Er ist auf jeden Fall bequem. Mal gucken, ob der auch hier bleibt oder wird ihn wieder aussortieren. Ich überlege bloß, neue Platzdeckchen zu kaufen irgendwann, weil die sind halt so, also dadurch, dass die an manchen Stellen kaputt sind, sieht man ja hier ganz gut, haben die jetzt so Wasserflecken. Ich finde die Platzdeckchen schon nötig, weil das ein Hochglanztisch ist und da sollen jetzt nicht so Kratzer drauf. Also da sind schon ein paar Kratzer, aber die sieht man nicht. Aber wenn wir jetzt keine Platzdeckchen nutzen würden, das wäre, glaube ich, in kürzester Zeit wäre der Tisch richtig zerstört. Und ich überlege, ob wir neue Sitzkissen holen, weil die sind halt auch schon ein bisschen platt gesessen. Also man könnte die eigentlich täglich mit dieser Staubsaugerbürste da wieder flauschig machen. Oder man müsste das jeden Tag machen. Und wenn wir jetzt noch einen vierten Stuhl kaufen und dann gibt es diese Sitzkissen nicht mehr, also dann wäre das ja auch ein bisschen blöd, dann hätten wir so 3 mit demselben und so. Deswegen sind das jetzt meine Überlegungen. Wir haben jetzt eine Mission, wir bauen jetzt eine Lebkucheneisenbahn. Ich bin sehr gespannt. Vor 2 Jahren gab es schon mal ein Video von so einem Lebkuchenhaus, das war auch von Lidl. Ja, die Anleitung hier hinten drauf, die, also Mami, müssen Sie gleich mal in Ruhe angucken. Ja? Meinst du diese von der Knusper deinem Haus? Ja. Wer hat da drin gewohnt? Na, die Hexe von Hänsel und Gretel. Okay. Die Anleitung sieht echt irgendwie sehr komplex aus, wenn man das hier so liest, ne? Hier trennen sie Lebkuchenteile 1 und 2 in A, B, C und D, 3 in E, F, G, H, I. Das wird also richtig, ich muss richtig doll aufpassen und hart nachdenken, aber das kriegen wir hin. Ja, ich glaube, wir fangen erstmal an mit diesem Schneiden und das mit dem Eiweiß und so und dem Aufschlagen, das muss ich dann irgendwie in der Küche machen. Mal gucken, wir machen das jetzt mal ganz langsam. Ich überlege, ob ich hier irgendwie mal mein Handy aufstelle. Das wird bestimmt ein Spaß, wie wir jetzt hier ein bisschen verzweifeln. Mami. Ja? Okay, darf ich bei der Lebkuchen-Eisenbahn auch was machen? Ja, du, wieso sitzt du da? Wieso hast du eine Schürze um? Um was zu machen bei dem Lebkuchen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist nicht 100% nach Anleitung,
aber sehr ähnlich. Und hier waren noch so Gummibärchen, so normale Gummibärchen dabei, die standen gar nicht hier da drin. Vielleicht gehören die zu einem anderen Set, man konnte da nämlich noch was anderes kaufen. Wir haben die auf jeden Fall auch mal dran geklebt. Genau, diese Puderzuckermasse, ihr seht, da ist nur noch ganz wenig übrig, also da hätte ja hier hätte noch Deko rangemusst und sowas, aber das habe ich jetzt gelassen, ich finde das so viel besser. Man konnte, also der Spritzbeutel hat ja eine ziemlich große Öffnung, weil diese Tüllen irgendwie nicht mehr da sind, deswegen konnte man da auch nicht so präzise, hier habe ich es zumindest versucht, irgendwie Streifen oder sowas machen. Aber ich finde es allgemein echt schön. Hier kommen noch Lebkuchen rein, also das sieht man ja hier auch. Die sind, also die lagen hier bei der Sonne, deswegen sind die kurz im Gefrierschrank, dann lege ich die da rein. So, es ist mittlerweile schon ein bisschen später und die KitchenAid wird irgendwie zurzeit jetzt ständig verwendet. Heute für den für diesen Kleber da schon und jetzt machen wir Eierkuchen. Gestern habe ich auch was gebacken, also es ist wirklich diese Winter-Weihnachtssaison, wo scheinbar die Küchenmaschine ständig ran muss. Wir machen jetzt Eierkuchen. Das ist so unsere zweite Mahlzeit, weil wir so spät gefrühstückt haben. Ich weiß gar nicht, wie spät es jetzt ist. Ach ja, genau, es ist 16 Uhr. Also unser Rhythmus ist richtig Wochenende, richtig verschoben. Genau, dazu gibt es dann selbst eingekochtes Apfelmus. Da habe ich eine ganze Fuhre gemacht vor, naja, am 30.09. und am 2.10. An der Stelle möchte ich das Video beenden. Ich glaube, meine Kamera ist dreckig. Oder mein Bildschirm. Also hier sieht irgendwie, das Bild sieht richtig kacke aus. Ich hoffe, das ist im Schnitt dann schöner. Was ist das denn? Die Bildqualität? Naja, keine Ahnung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich bin sehr hinterher, wieder mehr zu drehen. Und ja, bis zum nächsten Video.